Die Firma, die ich im heutigen Video aufs Korn genommen habe, schreibt sich auf die Fahnen, dass man bei ihr intelligent traden könnte. Ich bin der Callcenter Crusher und begrüße euch herzlich. Ohne etwas vorwegzunehmen, behaupte ich, dass jeder, der dort tradet, alles andere als intelligent sein kann. In den folgenden 20 Minuten könnt ihr euch mal überzeugen, wie die versuchen, an mein Bestes zu kommen, nämlich mein Geld, wie Bad Luigi zu sagen pflegt. Wie immer geht's nach dem Intro los und ich wünsche euch viel Informationen und Spaß. Hallo? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Rüdiger, ja? Rüdiger ist ein Vorname. Mit wem wollen Sie bitte genau sprechen? Also ich sage Ihnen. Paul Rüdiger Zugschmidt-Meyer. Ja, das bin ich, ja. Ist bei uns. Guten Tag. Guten Tag. Ich bin Andrea Wilk und es geht um Ihre Anmeldung bei uns. Sie haben gerade bei Intelligent Training angemeldet, ja? Das stimmt, ja. Ja, im System habe ich Ihre Anmeldung bekommen und ich bin Ihre Kontomanagerin und ich helfe Ihnen mit Kontoaktivierung. Ja, dann machen Sie mal. Aber zuerst sagen Sie mir bitte, ob Sie Erfahrung in diesem Bereich haben. Was habe ich bitte? Erfahrung? Erfahrung. Ach, Sie meinen Erfahrung? Oder sind Sie komplett neu? Sie meinen Erfahrung. Sie in betonen das ein wenig seltsam. Nee, nicht, nein. Okay, das ist auch kein Problem, weil nach dem Kontoeröffnung bekommen Sie Anruf von Personalberater oder Beraterin. Und er oder sie zeigt Ihnen alles, wie es bei uns funktioniert und begleitet Ihnen auf dem Handelsprozess. Das ja. bedeutet, dass Sie Unterstützung bekommen von unserer Seite und Sie sind nicht allein. Und ich helfe nur mit Kontoaktivierung. Okay. Und danach bekommen Sie noch einen Anruf und ab heute können Sie schon Handel anfangen. Okay, dann machen Sie mal. Muss ich auf jeden Fall wissen, wie alt sind Sie? Ich bin 57. Okay. Sie sehen gerade, dass Mindestbetrag 250 Euro ist, ja, womit Sie Ihre Handelskonto aktivieren. Nee, das sehe ich nicht, nee. Sie waren bei Deposit. Ich bin ja gar nicht auf Ihrer Seite drauf. Wo soll ich das sehen? Ach, da muss ich nochmal gucken. Sie sind immer noch. Bitte? Sie sind immer noch bei Intelligent Trading, ja? Nee, nein, bin ich nicht. Bin ich nicht. Nicht mehr, ach so. Also, Mindestbetrag, womit Sie Ihre Handelskonto aktiviert, ist 240 Euro. Nach dem Anmeldung, was Sie schon gemacht haben, kommt erst der Betrag, damit wird Ihre Handelskonto aktiv. Ja. So können wir Ihre Handelskonto aktivieren? Ja, ich möchte ein bisschen was wissen noch über Ihre Firma. Jetzt muss ich mir noch mal Ihre Webseite aufmachen. Wie war das? Intelligent? Intelligent Trading. Ein Wort war das, glaube ich, ne? Intelligent Minus. Minus, ja, Intelligent Minus Trading. Ja. .com, so. So, jetzt. Ja, das wechselt dann immer so. Mal ist es so nur weiß und dann ist es grün. So, jetzt sehe ich Ihre Webseite. So, gut, okay. Ja. Sie haben dann Open Account gedruckt und damit haben wir Ihre Daten bekommen. Ah ja. Ich habe mal eine Frage. Hier steht, Sie traden hier sind so Apple, Canon, Microsoft, Tesla, Google und so Symbole. Mhm. Das sind, mit denen handeln Sie? Genau, mit diesem haben wir Aktien von Apple zum Beispiel. Sind Sie Partner dieser Aktien Firma oder? Genau. Ja, weil ich sehe gerade... Ja, ich sehe gerade, das sind ja nur die Bilder, da ist ja gar kein Link hinter. Normalerweise, wenn man Partner einer Firma ist, dann steht der Link zu dieser Firma dabei. Kein Partner.
Ja, Handel mit Aktien. Ach, Also können Sie jetzt von Aktien, von Aktien kaufen? eben hat sie noch gesagt, ja, wir sind Partner, haben sie gesagt. Nein, nein. Doch, haben sie eben Können Sie gesagt. bei uns mit Aktien Ja, gehen? aber eben hatten sie gesagt, sie sind Können Partner, haben sie gesagt. Haben sie sich da geirrt? Haben sie das falsch gesagt? Vielleicht habe ich falsch gehört. Nee, nicht Entschuldigung. gehört, gesagt. Sie haben Ja, es also falsch Ihre gesagt. Frage habe ich vielleicht falsch gehört, deswegen habe ich Ach ja ja, das gesagt. liegt okay. Ja, gut. Entschuldigung. Ja, gut, okay. So, und Also bei uns können Sie mit Bitcoins, Kryptowährungen und Aktien von dieser Firma handeln. also nur mit Aktien von diesen Firmen? Nein, Bitcoin haben wir auch, Ja, aber Kryptowährungen auch. Bitcoin, ich habe es in der Zeitung gelesen, der ist ja sehr teuer momentan. Das macht ja wenig Ja, Sinn mit im Bitcoin. Moment ist sehr Warum? teuer. Hallo, bitte mal ausreden lassen. Ich habe noch meinen Satz noch nicht fertig gesprochen. Sie müssen mich schon ausreden Ihre Stimme lassen. kommt nicht so gut, deswegen. Ja, und weil Sie mich schlecht hören, unterbrechen Sie mich? Okay, entschuldigen. Ja, ich Also höre Sie. nochmal. Man hat ja nun in der Zeitung gelesen, dass Bitcoin relativ hoch ist. Das ist doch dann eigentlich der dümmste Zeitraum, um auf Bitcoin zu handeln und Bitcoin zu kaufen, oder? Ja, in dieser Zeit Bitcoin kostet sehr teuer. Der Preis ist 60.000 USD-Dollar. Ich sehe das gerade. Ja, und dann soll Ist man, sehr dann teuer. raten Sie jetzt dazu, Bitcoin zu kaufen, wenn es so teuer In ist? dieser Zeit hat nicht so gute, also da braucht es ganz viel zu investieren und das hat Ja, keinen Sinn, wenn Sie Anfänger sind. warum soll ich denn bei etwas investieren, wenn es gerade teuer ist? Normalerweise investiert man dann, wenn etwas billig ist. Also mit Ihrem Berater können Sie dann Ihren Handel planen und kann Berater für Sie die billigste Kryptowährungen Ich will auswählen. ja gar Dann keine können Sie damit Kryptowährung, aber handeln. Sie haben doch Bitcoin ins Spiel gebracht. Deswegen wundert Haben mich wir das. auch, weil wir haben auch die Kunden, die investieren mehr als 240. Aber doch sicherlich Wir nicht. haben drei Kundengruppen da. Ja. Anfänger, die mit 250 Euro anfangen, die mittlere Gruppe, die mit 50, 100 anfangen und die höchste Gruppe haben wir mit 1100 anfangen. Deswegen haben wir so Mit viele 50, 100, also Kunden. mit 50 Euro oder 100 Euro oder? Also können Sie sehen, alle Gruppen steht auch da. Markets, wenn Sie es drucken, dann kommt drei Gruppen da. Hier steht Markets, steht ja nirgends. Hier steht Märkte. Ja, drucken Sie es. Ja. Und dann ist die Seite weiß und der Hintergrund ist weg. Sind Sie mit Handy oder mit PC? Mit Rechner. Mit Rechner, also. Und jetzt Also steht sehe ich, hier, da muss etwas sehen. da stimmt etwas nicht. Jetzt sieht man zum Beispiel Marktübersicht. Und da ist alles grau, da ist gar nichts zu sehen. Und es lädt und Können Sie lädt und bitte lädt. Internet zugucken? Der Ladekreis ist da und Können Sie es bitte lädt. Internet zugucken? Ja, sehr schnell sogar. Und es lädt und lädt. Ich glaube, Ihre Seite ist nicht so sauber programmiert, kann das sein? Bei mir funktioniert es sehr gut. Ja, Sie haben die Seite ja schon auf Ihrem Rechner geöffnet gehabt. Aber wenn man die Seite neu öffnet und auf Märkte klickt, dann muss ich das alles erst runterladen. Das heißt, Ihre Seite ist schlampig programmiert. Sehen Sie Account-Tipp? Was sehe ich bitte? Account-Tipp. Die Schiffe. So, ich habe jetzt hier. So, jetzt habe ich das hier angeklickt. Jetzt. Die Bilder dahinter öffnen sich gar nicht, als ich auf Märkte geklickt habe. Oben Ja, steht Trading, höre ja, doch, hallo, Market. hallo, hallo. Sie müssen mir schon Brauchen Sie nicht zuhören. zu. Sie müssen mir schon zuhören. Ich sagte gerade, Sie ich. auch. Ja, aber Sie müssen nicht dazwischen reden. Ich sage es jetzt nochmal. Account tippen, drucken Ich sag Sie. nein, ich sagte jetzt gerade, ich habe auf Märkte geklickt. Und diese Bilder dahinter, Nvidia, Microsoft, das dauert sehr lange, bis die laden.
Ihre Seite ist Ja, sehr bei schlecht. mir nicht. Und Sie unterbrechen, das habe ich Ihnen gerade doch schon erklärt, weil Sie diese Bilder schon in Ihrem Cache in Ihrem Computer haben. Aber wenn man die Seite das erste Mal betritt, dann ist die Seite sehr schlampig programmiert und das dauert lange, weil Ihre Webseite sehr langsam ist. Haben Sie das jetzt verstanden? Habe ich verstanden. Gut, also. So, gut. Also, so, jetzt Kontotypen, haben Sie gesagt? Account-Typen. Ne, hier steht, Konto-Typen, ja. ja, hier steht Kontotypen und nicht Account-Typen. Ja, bei mir ist Englisch. Ja. So, hier steht jetzt Bronze, Silber und Gold und Platinum. Richtig, ne? Ja, haben wir diese Gruppen, ja. Das Mindestbetrag 220 Euro. Wenn Sie die erste Open Account auswählen, damit können Sie kein Bitcoins kaufen, ja, weil Bitcoin ist so teuer, Man kann doch Bitcoins auch theoretisch. anteilsweise kaufen. Ein Genau, sehr, 0,1. sehr wenig. Ja, Ja, ein das ist Anteil, sehr wenig. natürlich, ein Anteil. Ja, da kommt die zweite Gruppe, ja, Silber. Haben Ja. wir vier Gruppen da. Ja, sagte ich gerade. Wenn Sie Anfänger sind, es wäre sehr gut für Sie, wenn Sie mit mindestens Anlage mit 250 Euro Ihr Handelskonto aktivieren und mit Ihrem Berater können Sie dann weiter Handel planen. Und Okay. dann kann Berater für Sie eine beste Kryptowährung auswählen, womit Ich will ja wäre keine besser. Kryptowährung. Ich will, das hatte ich mehrfach schon gesagt, ich will nichts mit Krypto machen. Wissen Sie schon, womit möchten Sie Handel Ja, anfangen? richtig, mit Rohstoffen. Mit Rohstoffen. Können wir Preis von Rohstoffen sehen? Ja, es kommt Haben doch. Sie es schon gesehen? Noch nicht. Von welchem Rohstoff reden Sie denn jetzt gerade? Rohstoffen, eigentlich haben wir da mehrere. Wissen Sie schon, Ja, wenn mit Sie, wenn welchen Sie. Rohstoffen möchten Sie? Ja, natürlich, möchte. Metalle, so. Sind Sie fertig? Kann ich jetzt Oil. antworten? Okay. Ich möchte gerne mit Kobalt und seltenen Erden handeln. Okay. Ich sehe jetzt Preis von Ja. davon. Brauche ich ein bisschen Zeit? Ich bin gerade bei Rohstoffen gelandet. Sie Ja. haben mir Silber gesagt, ja? Nein, habe ich nicht gesagt. Welche haben Sie gesagt? Ich habe gesagt Kobold und seltene Erden. Wissen Sie, was seltene Erden sind? Klar, warten Sie. Ja, Sie wissen, was seltene Erden sind. Gut, okay. Ich suche es gerade. Also eigentlich, wir haben da Metalle, Softs, Ja, seltene Gold, Erden. Sie wissen. Burnt Oil, das haben wir nicht, das haben wir nicht. Ja, Haben Sie wir haben. insgesamt Silber? Ach, Sie müssen nicht dauernd dazwischen Haben wir es reden. nicht? So, Warten Sie kann ich kurz, jetzt was warten Sie sagen? bitte. Kann ich jetzt was sagen, ohne dass Sie Ich mich kann, ich unterbrechen? kann, Kann ich jetzt was ich sagen, ohne dass Sie versichere, mich ich habe unterbrechen? für Sie andere Mensch weiterleitet. Bitte was? Sie wissen, Ich verstehe Sie also ich leider suche nicht. jetzt gleich meine Kollegin und können Sie mit ihm weitersprechen. Mit Ihrer Sie Kollegin weiß und mehr ihm. als Ist das ich. eine Transe? Ah, okay, ja. Hallo. Hallo, guten Tag. Hier ist Anna Lungmann. Ich spreche mit Herrn Paul Rüdiger Zugschmidt-Meyer, ja? Richtig, ja. Also, ich habe gerade Ihre Daten von meinem Kollegen bekommen. Wie ich Ja. sage, gerade haben Sie bei seinem Handelskonto erstellt und Sie wollen mit dem Online-Handel anfangen, ja? Ja, schon, aber Ihre Kollegin hat mich dauernd unterbrochen. Ich habe keinen Satz reden können, ohne dass sie mich unterbrochen hat. Das fand ich sehr unhöflich. Okay, was wollten Sie sagen? Ich Ich, höre Sie. ja, sie hat mir dauernd was von Bitcoin erzählt. Ich habe ihr mehrfach gesagt, dass ich gar nicht mit Bitcoins handeln will oder mit Kryptowährungen, sondern dass ich mit Rohstoffen handeln will, nämlich Kobalt und seltene Erden. Und dann hat sie geguckt und hat gesagt, seltene Erden hat sie nicht. Seltene Erden, die gibt es nicht, aber
Sie wusste scheinbar gar nicht, was seltene Erden sind. Wissen Sie, was seltene Erden sind? Sie meinen Terbium, Cerium und so weiter. Richtig, genau. Sie wissen das. Lutetium. Gut. Das sind doch auch Metalle im weitesten Sinne. Und sie wusste das also nicht. Sie scheint so, ist sie doch relativ neu in ihrem Beruf? Ja, genau, deswegen. Oh, und dann lassen Sie so Anfänger direkt auf ihre Kunden los? Na gut, Ja, aber warum jetzt nicht? sind. Sie sollen auch lernen. Ja, gut, das ist aber sehr, sehr schlecht. Vor allem sollten die lernen, nicht zu unterbrechen, sondern die Kunden ausreden zu lassen. So, also wie kann man jetzt bei Ihrer Firma investieren? Haben Sie schon entschieden, wie viel Sie investieren wollen? Ja, Ihre Kollegin hat ja gesagt, man sollte in jedem Fall mit Mindestbetrag 250 anfangen und nicht höher. Ja, okay, das können wir tun. Mit Mindestanlage werden Sie dann alles ausprobieren. Die Zahlungsmöglichkeiten sind für Sie Banküberweisung, Kreditkarte und PayPal. Nach jeder Einzahlung in fünf, Banküberweisung in wäre für fünf mich Minuten, passend. einen Moment bitte. Ich wollte auch sagen, nach Banküberweisung in 5 Minuten wird das Geld schon dann auf Ihren Namen sein. Ich aktiviere das Konto für Sie, dann Anmeldedaten sende ich auf Ihre E-Mail-Adresse, damit Sie auch Ihr Geld zugreifen können. Und dann verbinde ich Sie auch mit Ihrem persönlichen Finanzberater. Gut. Banküberweisung machen wir jetzt. Von welcher Bank überweisen Sie? Bitte was? Das spielt doch, ich habe mehrere Banken, das spielt ja weniger eine Rolle. Es ist ja wichtig, zu welcher Bank ich das überweise. Ich meine, Sie haben eine deutsche Bank, ja? Ja, natürlich. Okay. Auf Ihre E-Mail-Adresse sende ich Ihnen die Bankdaten. Einen kleinen Moment bitte. Ja. Okay, ich habe jetzt Ihnen eine E-Mail gesendet. Schauen Sie Ja, bitte in Ihrem Postfach. noch ist Ich nichts habe das da. eigentlich. Okay, Je warten wir dann noch jetzt ist kurz. was angekommen. So, jetzt schaue ich mal rein. Okay. So, sehr schön, das habe ich. Deutsches Konto, das passt ja hervorragend. Sehr gut. Das heißt, Ihr Sitz ist in Deutschland oder wo ist Ihr Sitz, Ihre Hauptfiliale, Ihr rechtlicher Sitz? Wo ist der? Ich persönlich rufe Sie von der Schweiz an, Nee, aber für deutschsprachige Kunden. das habe ich ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, wo Ihr rechtlicher Sitz Ihrer Firma ist. Das sehe ich auf Ihrer Webseite Rechtlicher nirgends. Sitz ist in Großbritannien, in London. Ach, in Großbritannien. Okay, gut, okay. Und wie lange sind Sie, also Ihre Firma, jetzt mit dieser Webseite schon am Markt? Das würde mich noch interessieren, dass Sie, ob Sie auch Erfahrung haben. Seit 2016. Seit 2016. Okay. Ja. Dann habe ich noch eine Frage. Sie sagen, Sie haben ein deutsches Ja. Konto. Okay. Und Ihr Sitz ist in England. Hauptsitz ist in England, ja. Ja, haben Sie da mal die Adresse für mich, bitte? Nein, die Adresse habe ich leider nicht im Kopf und ich denke, das kann ich auch einfach an den Kunden nicht weiterleiten. Warum nicht? Ich muss doch mit meinem Also ein Geschäftspartner Kunde. wissen, ich muss doch von meinem Geschäftspartner wissen, wo der rechtliche Sitz ist und solche Sachen. Das muss man doch wissen. Nein, also ich kann einfach an eine unbekannte Person die Adresse von unserem Haus nicht geben. Das Sie müssen darf ich eigentlich das nicht. jeder interessierten Person mitteilen. Nein, Sie sind eigentlich die erste Person, die danach gefragt hat. Ja, aber deswegen müssen Sie es trotzdem machen. Das ist Pflicht Nein, sogar. das mache ich nicht. Ak Nein, das okay. mache ich auf keinen Dann Fall. werden Sie sicherlich auch nicht mitteilen, wo Sie als Firma reguliert sind. Gehe ich da auch richtig in der Annahme? Wo wir reguliert sind? Von Ja. welcher Firma? Von Blockchain. Nee, die Blockchain ist ja keine Regulierungsbehörde. Doch. Nein, ist die Blockchain nicht. Wissen Sie, was die Blockchain ist? Also ich danke Herr Zugschwindmeier, ich weiß mehr über mein Unternehmen Das als Sie. bezweifle Und wenn ich ja, sage, dass das wir von
Blockchain-reguliert sind. Das bedeutet, wir sind von Blockchain reguliert. Nein, die Blockchain ist keine Regulierungsbehörde. Die Blockchain ist nicht mehr als dann eine... Lass Sie mich bitte ausreden! Die Blockchain Nein, ist nicht wenn mehr... Nein, Sie schreien, dann lege ich auf. Ja, dann lege ich... Dann rede ich, ich rede jetzt leise, damit Sie es verstehen. Die Blockchain ist eine dezentrale Datenbank. Das ist keine Regulierungsbehörde. Welche Behörde reguliert sie? Die Blockchain darf nicht regulieren und kann auch nicht regulieren. Welche Regulierungsbehörde? Ich bin sicher, dass Sie dann eine falsche Information haben. Nein, ich habe die richtige seit Information. Seit 4 Jahren arbeite ich. Ja, dann Sie sind Sie... Sie haben es falsch verstanden. Seit 4 Jahren sind wir von Blockchain reguliert. Nein, die Blockchain darf gar nicht regulieren, weil Blockchain also ist nicht... Also ich werde jetzt mit Ihnen nicht diskutieren. Ja, dann sind Sie offensichtlich ein Betrüger. Ganz klar. Die Blockchain kann Wenn ich regulieren. So denken, dann ich denke Sie so. Das ich, ja, Sie sind ein Betrüger, richtig. Sie wissen okay, gar nicht, ob Sie. Sie wissen ja noch nicht mal. Nee, Sie können doch auflegen. Legen Sie doch auf. Okay, auf Wiederhören. Ja, tschüss, Betrüger. Tatsächlich weiß ich wirklich etwas mehr über Ihre Firma. Das Alter dieser Plattform ist nicht, wie sie gesagt hat, aus dem Jahre 2016, sondern war die Seite zum Zeitpunkt des Anrufs am 9. August gerade 144 Tage alt. Auch verstehe ich mehr von ihrem Beruf und Geschäftsmodell, als ihr lieb ist. Sie ist eine Betrügerin, was ich klar beweisen konnte. Ihr habt es gehört und konntet deren Verhalten bewerten. So seriös war das wirklich nicht. Wer da investiert, der tradet alles andere als intelligent, also warnt alle Menschen, von denen ihr hört, dass sie investieren wollen, vor dieser Plattform. Mit diesen mahnenden Worten verabschiede ich mich bei euch und danke fürs Dabeisein. Falls ihr mehr von mir hören wollt, dann seht ihr nach dem Video eine Playlist nach Jahren geordnet. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Video. Tschüss, euer Callcenter-Crusher.